Hallo und herzlich willkommen zur vierten Runde des Mikabellum Weekend Turniers in Advanced Group 1. Hier steht wieder Runde 3, aber es ist wieder Quatsch, ne? Gegner ist ungefähr mein Rating, zumindest vor dem Turnier, und let's go. So, keine Unit-Experimente habe ich gelernt eben gerade. Ja, keine Ahnung, zum Steelboards. Ich hätte das anders spielen müssen. Ich hätte dann, wenn offensiv spielen müssen, und da bin ich nicht. Ist nicht so meine Komfortzone irgendwie. Das mag ich nicht so. Oh, das mag ich auch überhaupt nicht. Schwierig. Ich mache das irgendwie so. Dann die Außen aber deutlich defensiver, weil ich auf keinen Fall möchte, dass die beschossen werden von den Stormcallern. Frage, lasse ich jetzt hier durch die Mitte laufen? Eigentlich ist es Quatsch, gell? Es kann eigentlich nur Käse geben. Dann überladen lieber eine Seite. Ich bin jetzt hier so hin und her gerissen, ob ich jetzt die Crawler hätte. Ich denke, einerseits sind die gut gegen die Artillerie, andererseits... Ich glaube, ich brauche sie aber einfach. Was hat denn er jetzt eigentlich? Speed. Ich hätte auch einfach einen Phoenix adden können, ne? Ich fürchte halt so ein bisschen, dass er jetzt irgendwie, Fangs addet oder sowas. Marksman, aber die Crawler auf jeden Fall die richtige Wahl, denke ich. Rausgesetzt den schnell vorne, aber es sieht naja aus. Die Marksmen fangen sie ab, aber die. Ja, wobei die schießen größtenteils vorbei, die Stormcaller. Aber seine Arclights funktionieren leider viel zu gut. Die holen meine ganzen Kollegen weg. Ja, und hier, der letzte Schuss kommt nicht raus und ich hader schon wieder mit dem Timing hier so ein bisschen. Naja, also. Der Panzer war ja kurz davor zu schießen, dann wird er von der Artillerie gefinisht. Glaube ich. Das ist so rum war. Gut, haben wir jetzt was gelernt aus der Runde? Ja, alles läuft scheiße. Ja. Wir brauchen heute die 200. Die 400 brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein Safe Call, einfach nicht zu holen. Eigentlich fahre ich immer ganz gut damit, die irgendwo hier hinzustellen. Mal gucken, wie gut es läuft. Let's go. Da wird einfach mehr Marks und flankiert seine Flanken. Ja. Boah, ich befürchte fast, dass jetzt gleich auf meine. Ne, passt. Sehr gutes Timing von mir. Alles perfekt gelaufen. Okay. Sehr guter Konter. Ich hätte befürchtet, dass die Arclights meine Crawler zu schnell wegholen, die dann auf meine Phoenix schießen, die Marksman direkt. Das war ein sehr, sehr enges Timing da. Seht ihr, was ich denke? Und wir Sniper-Panzer einbauen. Problem ist, dass ich damit... Wie viel Reichweite bringt das? 30, ne? Ich eliminiere halt meinen Tankline dadurch. Ich glaube, das ist es eher nicht. Wir lassen es lieber. Die Frage, will ich hier nochmal irgendwo einen Panzer adden?
Also einen auf der Seite, glaube ich. Direkt die Heavy Armor. Und überlege dann. Also ich kann nicht mehr überlegen, ich muss einfach machen. Zeitras davon. Die Schilder sind gut. Warum hat er die gemacht? Um die Runde zu gewinnen, was? Mal gucken, die. Die Schilder sind halt sehr stark, leider. Muss ich damit Artillery kaufen? Weiß ich gar nicht. Die Schilde kriege ich auch down, ne? Das kann er jetzt natürlich jede Runde machen, aber es ist halt echt teuer für ihn. Und irgendwie bin ich aber durch die Mitte durchgekommen, von daher ist es eigentlich vollkommen egal. Die Schilde waren super hoher Value. Hat er die verbesserten Schilde jetzt aus? Mit Sicherheit, ja, so stark wie die tanken. Gut, okay. Von allen Einheiten, das klingt ja erstmal sehr strong. Auf jeden Fall besser als das eine Schild zu kaufen. Meine Panzer leveln immer noch nicht so gut. Leider. Ich bin ein bisschen ärgert, dass die nicht gelevelt haben. Die Crawler in der Mitte scheinen echt einen ganz guten Job zu machen, ne? Dass die immer ein bisschen splitten von da hinten. Ups, habe ich das überlegt. Ich hasse das. So. Nee, eigentlich lieber soll ich mit dich, um das hier durch die Sledge mal durchfahren. Von da aus mal so, denke ich. Let's go. Oh, das könnte übel sein. Er investiert halt krass hart in die Runden gerade, ne? Dass er ein Investment raushaut jetzt hier. 250, diese Runde, 200 letzte Runde. Ich glaube, diese Runde könnte es ihm auch das Game bringen. Was sehen wir gleich. Jetzt ist er gleich an meinen Phoenixen dran. Auf der linken Seite zumindest, auf meiner linken Seite, auf der rechten Seite nicht. Ich glaube, ich gewinne die Runde trotzdem wieder. Das heißt, dass er hat massiv investiert. Das ist sozusagen schon 550, wenn die Bandeliten hinten noch einrechnen, weggeschmissen, um Runden zu gewinnen bzw. Flankensicherheit zu gewinnen. Der Debuff sollte eigentlich damit vergolten werden, dass die Na, okay, nevermind, sie schießen drauf alles irgendwie. ich wollte eigentlich sagen, dass die von den Crawlern getankt werden, aber hat nicht ganz gereicht, weil irgendwie meine Phoenix auch wieder aufs HQ gehen wollten. Ein Level Up auf einem Panzer, sehr schön. Gibt kein so richtig gutes Ziel für die Javelin. Ich könnte die Marksman hier wegholen, ne? Wird auf jeden Fall die Seite gewinnen. Nee, ich glaube, das ist nicht wert. Auch wenn jetzt gekillt werden, ich level die trotzdem. Auf einer Seite werden sie überleben. Jetzt kommen hier die ersten Mustangs rein. Sind die ein Problem? Ich glaube nicht richtig, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass ich echt einfach mit den Phönixen ganz gut über den drüber fahren kann. Also die waren eben ja auch schon da, logischerweise. Ne? Die kommen jetzt nicht rein, die waren eben schon da. Anti-Air-Upgrade holt das. Ja, es könnte jetzt hart werden. Vielleicht war es ein Fehler mit dem
War ein Fehler, definitiv war es ein Fehler, weil er schießt direkt auf meine Phönixe. Ich muss die nächste Runde Reichweite geben. Ja, das war ein massiver Fehler von mir. Keine Frage, die sind zu weit vorne jetzt. Dies verliert mir die Runde. Ja, so kann man durch Upgrades auch sich selber sabotieren. Ich hätte noch drüber nachgedacht, aber irgendwie nicht richtig anscheinend. Gut, dass ich weiß, woran es gelegen hat, die Runde. Man kann es damit easy peasy korrigieren. Aber wir sehen ja, dass meine Panzer ganz gut tanken, ne? Trotz des Malheurs von eben. Und da würde ich fast sagen, wäre vielleicht auf den Upgrade auch gar nicht so schlecht mit dem Life Regen. Der Debuff wird es reinschallern leider. Und eben die Runde vermutlich gewinnen, oder? Wobei ich habe hier auch einen Arcane, aber man, wahrscheinlich können die meine Tanks einfach gar nicht mehr töten, so richtig. Wenn ich den einen Marksman noch kriege, dann bin ich da guter Dinge, dass sie es nicht mehr hinkriegen. Ja. Das Regeneration-Item hat sich einfach gelohnt. Nice. Haben die jetzt auch gelevelt? Yep, sehr schön. Wespen bei mir hinten drinne wären sehr ekelhaft. Gut, damit mein Phönix wieder funktioniert, brauche ich auf jeden Fall dieses Item. Das Item auf die. Die Frage, packe ich da jetzt einfach mal einen Fang noch rein? Oder zwei Fangs rein? Wäre schon ein bisschen bitter. Ich könnte auch einen Mustang in die Mitte einfach packen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach. Einen Mustang in die Mitte. Und dazu noch einen Crawler irgendwo hin. Aber mit den drei bräuchte ich nicht packen, die sterben mir nur. Das lohnt sich nicht. Er hat sich nicht für die Wespen entschieden, das hat er sich geholt. Upsi. Ah doch, hat er sie in die Seite gepackt. Okay, uncool. Drei Mustangs fahren rüber, immerhin. Ja, ich meine, im Endeffekt reichen die Hacker, kommen jetzt im Start, die sterben, aber Gott sei Dank, zumindest auf der einen Seite. Die anderen hacken aktuell noch Crawler, wie es aussieht. Meine Phönixregel funktioniert aber wieder, ne? Man sieht, die sind dahinter, die sind ein paar gestorben durch die Wespen, und zwar ist halt auch. Also mein Grundkonzept geht nach wie vor aus. Jetzt nächste Runde gebe ich den Sledgehammermann Raid mit den Regenerationsgedöns. In der Hoffnung, dass sie dann da links auch länger überleben. Es gibt ja auch irgendwie, hallo? Ne, 30% HP, genau, okay. Also es läuft eigentlich soweit. Wenn das nicht shieldet, dann shieldet das nicht, ne? Dann sind hier tendenziell ein paar Adler-Dinger und die Mustangs tot. Ich probiere das mal so. Und ich schneide mir auch nicht so selber ins eigene Fleisch damit, an der Stelle, denke ich. Die linke Flanke ist ein bisschen schlecht besetzt noch, gell? Da leveln die Einheiten auch einfach nicht so richtig. Pack nochmal einen Panzer in die Mitte einfach. Und dann erweitere ich die Phönixe. Wir können ja auch sich auf die Phalanken verteilen. So, dann geben wir den hier nochmal ein Upgrade und dem hier. Oh, Speed. Nicht so wirklich eigentlich. Müsst hier was mit Flankenschutz.
Ja gut, die anderen sind glaube ich eh nicht so wichtig. Vielleicht sind sie auch wichtiger als ich dachte. Ich weiß es nicht. Oh, hier wird ein Panzer gehackt, das ist nicht gut. Ah, okay, vielleicht sind die doch ganz schön wichtig, weil dann die Crawler nicht nachkommen, um die Hacks zu verhindern. Das könnte natürlich ein Problem sein. Mal gucken. Ja gut, also sobald natürlich mal eine Phoenix an irgendwas rankommt, sind die sofort tot, die Gegner. Und ich glaube, damit ist das Ding auch durch, ne? GG. Ja. Gut. Woran hat gelegen? Ich habe jetzt hier relativ. Ich habe mich eigentlich auf zwei Einheiten beschränkt. Ja, aber die Crawler kann man auch noch dazu rechnen. Hier, die Mustangs waren mehr so eine Situationsbewältigung. Ich hätte auch einfach lieber links, rechts und die mit den Satelliten stellen sollen und was Normales kaufen, aber ich hätte der Runde eh nicht so viel Geld gehabt. Von daher, wer weiß. Dann Hacker waren halt seine Antwort auf meine Sledgehammer. Hat halt auch nur bedingt gut funktioniert. Hat er eigentlich jetzt Warnstacker? Nee, das gab's doch gar nicht, gell. Hat die einfach mit Reichweite ausgeschattet, wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Weil so haben die relativ lange überlebt, ne? Dann jetzt theoretisch als seine hinterste Einheit von den Stormcallern abgesehen. Und daher wahrscheinlich gar nicht so falsch, das Reichweiten-Upgrade auszugeben. Was ihm halt komplett fehlt, ist eine richtige Frontline. Er hat halt eigentlich keine wirklichen Tanks gehabt. Nur Modelltanks. Das war, glaube ich, sein Hauptproblem, dass er keine Frontline hatte. Würde ich behaupten. Und Single-Target-Damage hatte er, also richtig hart hinten der Einheit, hat er halt auch nicht so richtig viel gehabt. Oder die Mustangs vor allen Dingen am ehesten noch dann. Ja, irgendwie hat es an vielem gemangelt, würde ich behaupten. Gut, in dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.